Größer? Sitzt, ja. Soll ich so sitzen? Oder wir tauschen Sitzplätze. Ja, dann sitzt. Ich kann nicht auf dem Bonzenstuhl sitzen im Video. Ist doch besser, oder nicht? Das macht schon mehr Sinn, aber dann, ja, dann sitze ich so auf dem Kassenstuhl und du so auf dem billigen Stuhl. Ist doch egal, das ist kein billiger Stuhl. Hey Leute und willkommen zu einem Video der etwas anderen Art. Hi. Hier habe ich meine Schwester hocken. Und wir machen jetzt ein, ich habe noch nie, Special-Video. Ich bin mega gespannt. Genau. Ich habe ein paar Leute per WhatsApp gefragt und die haben mir jetzt ein paar wunderbare Fragen gestellt, die ich einfach Copy-Paste hier reingemacht habe. Und ich habe mir da nichts zu angeschaut. Also ich habe absolut keine Ahnung, was das für Fragen sind. Du auch nicht. Wir wissen beide nicht, was kommt. Genau, das wird bestimmt richtig gut. Wir haben uns hier auch ganz professionell ein bisschen was besorgt. Also jedes Mal, wenn wir quasi, es noch nicht getan haben, dann müssen wir trinken und vielleicht erfahren wir ein bisschen mehr. Ja, ich dachte, wenn wir es getan haben, müssen wir trinken. Achso, okay. Okay. Ach doch, ja, du hast... Oder? Wenn wir es getan haben. Ja, Leute, ihr merkt schon, wir sind richtig professionell. Ich würde sagen, wir fangen an. Let's go. Okay. Ach, übrigens, ihr könnt bei ihrem Instagram vorbeischauen, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Okay, ich fange einfach mal an. Mhm. Ich habe noch nie geklaut. Warte, man muss trinken, wenn man es jetzt gemacht hat? Wenn man schon mal geklaut hat, ja. Okay, scheiße. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich müsste jetzt echt mega überlegen, aber ich glaube, ich habe noch nie geklaut. Also, was war es denn bei dir? Also, doch, also vor... Ich weiß nicht, als ich 12 oder 13 war, da habe ich auf jeden Fall, ja, da habe ich, muss ich ehrlich zugeben, mit einer Freundin bei geklaut. Ich glaube, es war ein Lippenstift. Können wir das bitte dann so? Oh mein Gott, das war direkt so eine richtige Kackfrage. Hast du getrunken gerade? Ach so, ja, ich muss ja aufhören. Ich habe noch nie einen Filmriss gehabt. Was hast du jetzt? Du hast nicht die zweite genommen, oder? Nee. Ich habe irgendwas genommen. Nee, okay, also, prima. Aber vielleicht ja heute. Wahrscheinlich, ja. Ich habe noch nie jemanden gestalkt. Also die Frage ist, was man jetzt unter Stalken definiert, ne? Also wenn man das jetzt wirklich... Bei Instagram oder so... Das ist ja dann schon Stalken, weil das habe ich dann definitiv also schon gemacht. Grüßchen, ne? Ja, okay, dann haben wir schon mal jemanden gestalkt. Wen hast du gestalkt? Ist das interessant, oder? Ich glaube nicht. Ganz viele Leute schon. Okay. Okay. Wissen wir Bescheid. Wollen wir nicht näher erläutern jetzt, ja. Ja. Mhm. Ich habe noch nie so viel Süßes gegessen, bis mir schlecht war. Was sind das denn für Fragen? Ich weiß es nicht. Ich habe mir die noch nicht durchgelesen. Danke hier an meinen Kumpel. BTF. Nein, das. Ich glaube nicht, oder vielleicht als Kind, aber ich glaube nicht. Als ob das schlecht geworden ist, glaube ich auch nicht. Ja. Nein, ich muss mich immer freuen, dass ich nicht weiter trinke irgendwie, weil ich würde das sonst austrinken, das Glas. Ich habe noch nie einen Ball ins Gesicht bekommen. Okay. Da bin ich dabei. Okay, ich nicht, tatsächlich. Also das war schon oft, also... Echt? Also. Yes, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, vielleicht. Im Garten sogar die Oma mir mal in die Fresse. Was? Hey, die Oma, wie das denn? Ich weiß auch nicht. Also ich war draußen im Garten, also wo ich noch jünger war, da haben wir auch manchmal hier Fußball gespielt im Garten. Ne? Also ja, ich weiß. Da ist es so gegangen. Und die Oma war halt draußen. Und die hat dann auch ein, zwei Bälle so gekickt. Ich weiß nicht warum, ich weiß es nicht. Hast du dir direkt ins Gesicht? Im zweiten Schuss oder so hat die mir voll in die Fresse geschossen. Das ist natürlich dann auch echt ein bisschen... Aber gut, beim Fußball, also das passiert schon mal. Ja. Ich habe doch nie einen Kurzschluss produziert. Ehrlich jetzt? Mit was? Wie? Ja, am PC. Was passiert? Ich habe noch nie giftige Tiere in der Hand gehalten. Doch, ich glaube, ich hatte schon mal eine Schlange im... So im Urlaub, die man so rumhängen kann, meinst du? Ja. Boah, das hatte ich halt noch nie gemacht. Ich bin ein richtiger Schisser. Ich glaube, es war sogar eine Würgeschlange. Eigentlich ist es ja dann kein giftiges Tier, oder? Ja, wenn du trinken willst. Ne? Das war jetzt nur der Grund, um zu trinken. Ja, ja, genau. Ich habe noch nie eine größere Verletzung gehabt. Bin ich stolz drauf, habe ich noch nicht. Ich auch nicht. Ich war noch nie in meinem Leben selbst im Krankenhaus. Noch nie. Ich auch nicht. Das ist voll krass, ja, diese Fragen. Ja, ist so, deswegen sage ich ja. Ich habe selbst Saft gepresst. Nächste Was Frage. Ich habe noch nie beim Saufen gekotzt. Nee.
Habe ich noch nie. Beim Saufen wahrscheinlich auch. Also wenn du gerade trinkst, dann kannst du. Hast du noch nicht? Doch. Nicht nur einmal. Ja. Muss ich jetzt leider so sagen, ne? Aber das letzte Mal ist schon länger her. Schon länger her? Schon ein paar Jahre her, ja. 2 Monate. Nee. Silvester, lol. Nee. Jetzt. Okay. Tatsache. Bitte. Aber da ging es mir nicht so schlecht. Ich glaube, das war, weil ich das Essen nicht vertragen habe. Na, ja, wirklich. Da habe ich richtig viel Sushi gegessen. Nee, also Leute, ich habe schon oft rausgehauen, ich bin ganz anständig. Also ich trinke fast, fast nichts. Ich habe noch nie Schule geschwänzt wegen einem Event in FIFA. Ja, ich weiß. Deswegen dachte ich mir so, ich ja, nicht. Die Frage war auch so komplett, aber ja, keine Ahnung. Vor allem keine Ahnung. Das ist einfach, also es war, was heißt ein Event in FIFA? Also es war kein Event in FIFA so richtig. Vor allem in FIFA, was ist das für ein Satz? Ja, es gibt... Wegen FIFA, oder nicht? Nee, es gibt schon so Events in FIFA, die du halt spielen kannst, so, aber... Ach so, ich dachte schon, echtes also, Event. Nee, bei mir war es ein echtes Event eben, ja. Ja, ich weiß, deswegen. Upsi. Ja. Ja, da musste ich hin, das ist halt so. Ja, du musstest dahin. Ja, sicher, sicher. Da bin ich jetzt gespannt. Oh Gott. Ich habe noch nie mit jemand anderem in eine Badewanne gehockt. Doch. Ich meine, ich hatte ja auch einen Freund. Ja, wir haben schon mal zusammen gebadet. Das ist interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt nicht? Okay, als ich mit meinem Ex-Freund im Urlaub war, war eben das Wetter so schlecht, dass wir halt wenig rausgehen konnten in den Pool und sind dann halt oft nachmittags baden gegangen, aber also beziehungsweise in der Badewanne baden gegangen. Was wir allerdings nicht wussten, war, dass die Putzfrau also dort in diesem Hotel eben 2-mal am Tag das Zimmer sauber gemacht hat. Und genau in dem Moment, wo wir in der Badewanne saßen, kam eine Putzfrau rein und war ein bisschen schockiert. Hat sie gesehen? Ja, sie kam dann rein und meinte irgendwie so, oh, und dann ist sie wieder rausgegangen. Okay, WTF. Ja. Ich habe noch nie in einem U-Boot gesessen. Leider, aber echt? Ich würde voll gerne. Nee. Du nicht? Keine Ahnung, warum sollte man? Ja, weil das doch voll interessant ist, was da so in den Tiefen des Meeres. Meinst du, dass du dann rausschauen kannst oder was? Wie, meinst du rausfallen? Warum machst du gerade eigentlich deine Haare, während wir die Frage beantworten? Sorry. Die ist keine YouTuberin aktuell noch, also... Man merkt es wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, ja. Ich habe noch nie einen Baum gefällt. Ja, was soll ich machen? Natürlich, habe ich gemacht, ja. Ja? Ja, im Spiel. Ja, okay. Ich habe noch nie erlebt, vor dem Fernseher einzuschlafen. Doch, oft. Du hast keinen Fernseher. Okay, stimmt, aber okay, dann nicht. Ja, halt vor. Eine Runde trinken nochmal. Ich muss das Glas nochmal leer kriegen. Ich muss mal hier. Stimmt, ich habe auch noch nicht so viel getrunken. Ja, komm. Du hast ach so, ja, aber halt keinen Fernseher. Du hältst dich nicht an die Regel. Das passiert doch immer, oder nicht? Also teilweise mache ich mir sogar ein Video an oder einen Film mit der Intention, dass ich einschlafen will. Echt? Ja, ja, manchmal denke ich mir so, oh, ich kann jetzt heute nicht pennen oder so, dann mache ich mir irgendwas an, auf dem Handy oder am Fernseher oder keine Ahnung, und dann schlafe ich halt ein. Ja, ungewollt einschlafen, das passiert mir selten. Also, dass ich so einschlafe, obwohl ich den Film schauen will, also, das passiert mir nicht oft. Ich habe noch nie ein Elektrogerät explodieren sehen. Nee. Leider. Schade, ja. Wäre lustig. Wär richtig lustig, wenn mein PC explodiert. Hä, ich habe noch nie gedacht, wenn er sie mich jetzt anspricht, würde ich noch auf einen Kaffee mit reinkommen. Hä, aber ist das nicht so gemeint, dass wenn ich jemanden gesehen habe, der mir gefällt, dass man so gedacht hat, boah, hoffentlich, ey, dann da geht richtig was oder so. Dann würde ich jetzt mit auf den Kaffee kommen. Hm? Ja, safe. Keine Ahnung, wir müssen lange mal was trinken. Ich habe noch nie einen Porno geguckt. Das sind die Fragen, die ich hören möchte. Da schalten die Leute ein, das sage ich. Ja. Nee, bin ich raus. Tatsächlich noch nie. Also, echt? Als ob? Nie. Du lügst. Ich lüge ohne Spaß nicht. Letztens ist mir das bewusst geworden, dass ich das noch nie gemacht habe. Okay. Cheers. Ich habe noch nie versucht, mit einem falschen Geldschein zu bezahlen. Hast du ja heute gegoogelt, wie man falsches Geld druckt? Stimmt. Hast du schon mal Falschgeld gehabt? Naja, als Kind Spielgeld.
Ja, gut, Spielgeld. Aber kein Falschgeld. Allerdings hatte ich, als ich noch in der Grundschule war, mit einer Freundin mal die gute Idee, nachts abzuhauen und uns Schildkrötenbabys zu kaufen. Mit Spielgeld und irgendwie so Spielsteinchen. Und wir dachten irgendwie, wir können das halt benutzen anstatt echtem Geld. Okay. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage für heute. Ich habe noch nie meinen Partner mit dem Namen meiner oder meines Ex angesprochen. Oder sagen wir grundsätzlich ein Mädchen oder ein Jungen mit einem anderen Namen angesprochen? Boah, das ist echt schwierig. Also, hey, jetzt mit Partner oder Ex oder so, das grenzt natürlich ein. Ja. Ist halt bei mir nicht der Fall. Mhm. Ich kann mir Namen gut merken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist bestimmt schon mal passiert. Also mir ist es auch schon mal passiert, tatsächlich. Bei deinem Partner oder Ex? Nein, nicht mit meinem Partner oder meinem Ex-Freund. Aber dafür... Jemand anderen, den du mal getroffen ja. hast. Ja. Ja. So geil. Das ist richtig peinlich, oder? Ja, also ich glaube, die Person hat es nicht so gemerkt, aber... Das ist natürlich auch geil. Es war schon peinlich. So, ja, hi. Es war eher, dass es dann so rauskam, dass ich dann gesagt habe, ach, wir waren doch letzte Woche in dem und dem Film und dann war das aber gar nicht die Person, weißt du? Ja, sehr schön. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Special Video. Wie gesagt, schaut bei ihr vorbei. Vielleicht genau. Machst du bald auch YouTube. Wer weiß. Vielleicht. Aber bei Instagram auf jeden Fall vorbeischauen. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Haut rein, bis dahin und ciao. Ciao.